Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Kingdom Come Deliverance Let's Plays. Was geht? Wir haben das letzte Mal ja diese ganzen Sachen für den Scharlatan geholt. Und jetzt reden wir mit dir. Ja, du mich jetzt auch. Ja. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar. Na, was hast du für mich aufgetrieben? Alles. Der Zahn des völlig unheiligen Leinbruders Prokop. Das mag jetzt stimmen, aber es kann sich noch ändern. Man weiß nie, was das Leben bringt. Ah, mag sein, aber der war nicht leicht zu kriegen. Wenn hier jemand Wunder wirkt, dann ich. Nun übertreibe mal nicht. Eine Katzenpfote, bitte sehr. Genau wie wunderbar. Wie hast du sie bekommen? Du wirst es nicht glauben, aber ich habe sie gewonnen. Oh nein, du Narr! Jetzt wird die Pfote kein Glück mehr bringen. Oh. Ah, komm. Daran habe ich nicht gedacht. Wenigstens ist es eine Katzenpfote. Die nützt auch für anderes. Der Zweig eines gesegneten Richtfestbaums. Ausgezeichnet. Wie hast du ihn erlangt? Ich habe ihn heruntergeschossen. Nehmt euch in Acht vor diesen 1000 Sasser. Naja, es gab keinen anderen Weg. Das wäre also erledigt. Oh, Schützentrunk. Cool. Was? Zu. Ich zittere vor Aufregung. Es gibt da noch etwas. Es ist kompliziert und heikel. Was denn? Ja, jetzt bin ich gespannt. Was für ein Tuch? Genauer gesagt, das Leichentuch eines kürzlich Verstorbenen. Ja, bitte. Wow. Ich soll die Kleidung eines Toten stehlen? Christus, nein! Ich brauche das Leichentuch, in das die Leiche vor dem Begräbnis eingewickelt wird. Okay. Ist es wichtig, von wem es stammt? Es muss jemand sein, der ein rechtschaffenes Leben geführt hat. Ich kenne da jemanden. Einen Mann namens Lokota, der kürzlich verstarb. Also okay. Gut. Wo finde ich ihn? Seine Familie wartet auf das Begräbnis. Momentan ist er in einer kleinen Kirche in Sasau aufgebahrt. Okay. Wer war dieser Lokota? Ich weiß nur wenig, aber wenn man den Einheimischen glaubt, war er ehrbar. Hör dich ruhig ein wenig um. Lebe wohl. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt eh schon hier direkt in der Nähe bin, dann kann ich ja auch in diese kleine Kirche kurz mal reingehen. Die ist ja hier. Und die Mucke ist schon wieder voll am Ausrasten. Naja, toll. Man spricht's an und dann ist direkt auch schon wieder rum. Dann gehen wir mal darin und klauen dieses Leichentuch. Zap, zap. Einmal rundherum. Der Eingang hier. Und da ist er irgendwo aufgebahrt. Bevor ich dich rauswerfen lasse. Oh, jo, was ist denn dein Problem? Was ist los? Brauchst du Hilfe? Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Ja, dann komm doch ran. Was ja. Machst du? Alter. Mein Jung. Was willst du hier? Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Ja, komm mal raus hier. Hast du was verloren? Nee. Alter. Ist da jemand? Ich will mit dir reden. Hä? Kein Lebenszeichen. Weiß Gott, ich kann da nichts holen. Okay, warte. Dann muss ich da doch irgendwie anders ran. Gehen wir hier mal voran. Hier war doch... Ja, da ist so ein Seiteneingang. Okay, da muss man ein Schloss knacken. Dann würde ich sagen, da wir ja andere Leute am Licht sehen können. Okay, da ist ein Licht. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Aber da das ein leichtes Schloss ist, knacken wir das eben einfach mal. Zack. Öffnen hier die Tür. Gehen hier rein, schließen die Tür wieder.
gehen mal im Sneaky-Modus. Auch wenn das hier nicht viel bringt mit der Rüstung. Warte mal. Rüstung. Alles aus. Was hier Lautstärke macht. Sind auf jeden Fall um einiges weniger auffällig. Was geht hier? Sehr schwer. Okay. Was ist jetzt mit dir? Okay, wir warten hier mal bis 24 Uhr. Und checken mal aus, ob der sich vielleicht verpisst. So. Dein Ernst? Okay, warte mal. Ich breche mir wahrscheinlich gleich die Beine. Was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ah, cool, jetzt kann ich mit dir reden. Ich sehe, ein Verwandter ist verstorben. Mein alter Vater. Wir werden ihn alle vermissen. Darf ich mich von ihm verabschieden? Tut mir leid, aber ich kenne dich nicht. Und die Toten sollen ruhen. Ich will die Seele meines Vaters nicht stören. Du kümmerst dich um deinen Vater wie ein guter Christ. Ich tue mein Bestes. Mein Vater, Gott hab ihn selig, verdient es. Okay. Wie stellst du sicher, dass seine Seele in Frieden geht? Er liegt in der Kirche, wo er von der Familie Tag und Nacht bewacht wird. Und die Fenster stehen offen. Also sollte seine Seele ungehindert gehen können. Hast du ihm etwas seiner Habe mitgegeben? Er sagte immer, seinen Becher nimmt ihm niemand. Nicht einmal der Tod. Außerdem hat er sein Leichentuch und etwas Branntwein. Und hast du Abbitte für seine Sünden geleistet? Was? Wieso? Meinst du, das ist notwendig? Ich bin sicher, er war ein guter Mann. Aber niemand ist frei von Sünde. Wenn du willst, dass seine Seele aufsteigt, solltest du dich darum kümmern. Heilige Maria, ich würde mir nie vergeben, wenn mein Vater wegen mir leidet. Was soll ich tun? Na, keine Sorge. Es ist meist nur eine Kleinigkeit. Gib etwas von seiner Habe auf und gib es an Bedürftige weiter. Oh, das klingt sinnvoll. Aber was? Geld oder Essen? Etwas Persönliches. Vielleicht sein Leichentuch. Ja, natürlich. Eine gute Idee. Ich bringe es sofort zu einem Bedürftigen. Ja. Warte einen Moment. Du musst über deinen Vater wachen. Ich bringe es ihm. Das würdest du tun? Danke. Geh zur Krankenstube im Kloster. Dort gibt es viele Bedürftige. Gott behüte dich. Nice. Das haben wir doch easy gemacht. Kaum kann man sich mal mit dem hier unterhalten. Ne? Ah, warte mal. Jetzt muss ich hier meine Rüstung wieder anziehen, sonst vergesse ich das vielleicht noch. Das wäre natürlich schlecht fürs Geschäft. Oh, Leichentuch. Nice. Oh, Silberkette will ich nicht anziehen. Also, wenn dann die Goldkette. Silberne Sporen, Silberring. So. Sehr schön. Dann haben wir das gemacht. Bring das Leichentuch zum Scharlatan. Das machen wir doch noch. Warte mal, nee, wir haben bis 24 Uhr gewartet. Wir müssen jetzt unbedingt. Gaul, wo bist du? Da, komm. Wir müssen jetzt unbedingt weiter. Jetzt muss ich erstmal noch kurz was gucken. Wo? Ach, komm, scheiß drauf. Ah, nee, nicht, dass das irgendwas triggert. Ich will das jetzt hier im Kloster machen. Ah, warte
wozu so ein Scheiß, wenn wir auch den Schnellreisepunkt einfach anwählen können? Ja? Schnellreise zum Kloster. Oh, ich habe keine Fackel in der Hand. Das ist natürlich schlecht. Nicht die Map. Ja. So. Dann gehen wir mal hier vor. Hier ist niemand. Doch wir sind da. Oha. Du Arsch. Was zum Henker tust du da? Hä? Das ist doch Leszek, oder? Ja, das ist er. Hä? Ich habe ihn gefunden und bring ihn zum Arzt. Ich denke, der ist mausetot. Das warst du, nicht wahr? Ist er nicht. Sieh doch, er atmet noch. Hä? Was? Warte mal. Hä? Karte. Wieso hat denn das jetzt da unten getriggert? Oh, Kacke. Das hat die falsche Ding getriggert. Ja. Ihr Wichser, verpisst euch. Ich muss hier los. Finde er. Ja, das, die Quest ist verbuggt. Das hat irgendwie nicht richtig getriggert. Der hat jetzt noch gezuckt. So, was haben wir denn Schönes von dir, was wir so plundern können? Klar, deine Groschen nehmen wir noch mit. Ja, der hat nicht wirklich was von Wert. Die edlen grünen Beinlinge vielleicht, aber sonst. Komm. Lass mal's. Die Groschen, geht voll klar. Ah, das ist ja scheiße. Warum hat's hier denn jetzt die Quest falsch getriggert? Der ist hier drin. Irgendwo ist der Leszek tot. Ganz weird. Schade, dass es das leider verbuggt hat. Sehr schade. Weil es nämlich eigentlich eine coole Quest ist. Hier drüben, genau. In dem Gebäude. Hier irgendwo liegt der Leszek jetzt tot rum. Da. Nehmen wir ein paar Münzen. So ein Schrott. Das ist eigentlich echt eine coole Questreihe. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, wie das hier so ablief. Aber ich weiß, dass da noch ein paar coole Sachen passiert sind. Ne, ihr habt es ja gesehen, ne, diese Cutscene. Aber interessanterweise ist das direkt alles schon irgendwie schief gelaufen. Ein bisschen schade. Aber was will man machen? Ich bin hier jetzt auch illegal in dieser Mühle drin, aber komm,
Wenn sie jetzt schon durch die Quest nicht von uns auseinandergenommen wird, dann nehmen wir die jetzt halt so auseinander. Wenn es irgendwo was Cooles zu snacken gibt, bin ich doch ganz froh. So können wir auch das Schlösserknacken ein bisschen skillen. Naja, guck mal. Die Skin-Finanzen. Ja, das ist alles nur um die 100 wert. Das lohnt nicht. Mhm. Hier geht's noch weiter hinter. Hier gibt's da noch irgendwas. Nee, nicht mal was zu essen. Traurig. Und ganz hinten? Gibt auch nichts. Kann man nicht lesen. Schade. Ja, guck mal, hier. Alter, könnte ja noch ein paar Münzen drin sein, ne? Wir haben ja jetzt gut was verzockt gehabt in der letzten Folge bei dem Spieler. Das ist jetzt vielleicht gar nicht schlecht. Ha! Und Schlösser knacken, ein bisschen geskillt. Okay. War nichts drin. Passt so. Ist jetzt halt echt ärgerlich. Vor allem der Leschek hat doch, glaube ich, den Stein, glaube ich, auf uns runtergeschmissen, ne? Ah, warte mal. Das Zeug brauche ich. Dann ab hoch. In the Kloster. Jetzt checken wir nochmal hier aus. Questlog. Steinschlag. Berichte, finde heraus, was mit Smola und Leschek passiert ist. Ich soll dem glauben. Ja. Okay, jetzt mache ich mal was. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht triggert die Quest dann doppelt. Warte mal. Karte. Ah, nee. Wird da immer noch als liegend gezeigt. Die latschen hier schon wieder entlang. Also irgendwie ist es ein bisschen verbuggt, aber wir machen es jetzt mal trotzdem, mal schauen. Vielleicht wird es auch wieder. Aber jetzt geht es erstmal zum Klostermeier. Ich glaube, der pennt hier unten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Nee, Bruder Pförtner. Gee. Oh, damit, dann ist er oben. Schloss knacken schwer. Elfer des Klostermeiers. Dann ist das hier der Klostermeier. Gott sei mit dir. Ja, moin. Wunderschön. Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Jetzt habe ich hier mega viel. Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins. Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Okay. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Okay. Ich war am Unfallort und habe herausgefunden, dass das Gestein der letzten Lieferung anders ist als das übliche. Vielleicht, weil es von minderer Qualität ist? Ich weiß nicht viel über Steine, aber könnte doch sein. Das glaube ich nicht. Dieses Gestein sieht völlig anders aus als das, was eigentlich beim Bau verwendet wird. Du meinst also, jemand hat den Steinblock ausgetauscht und niemand hat es gemerkt? Der Wagen stand am Tor und das ist bewacht. So eine Aktion wäre ein wahres Kunststück.
Weiß ich nicht. Das ist das Stück, das herabgestürzt ist. Und was soll damit sein? Ich kenne mich mit Stein nicht aus. Dieses Gestein stammt nicht aus Thalmberg. Jemand hat es ausgetauscht. Jemand von hier? Na, siehst du mal, wa? Und so ein Wagen voller Stein ist nichts, was man mal eben unauffällig austauschen kann. Er muss so hier angekommen sein. Ich sage dir, das Gestein stammt nicht aus Thalmberg. Ich finde schon heraus, wer dahinter steckt. Es war der junge Smola. Was? Smola ist für all die Diebstähle und Mordversuche verantwortlich. Er wollte mich und Leszek töten und weiß Gott wen sonst. Jesus Christus, wo ist er jetzt? Er ist tot. Ich musste mich verteidigen. Meinst du, die Sache ist damit erledigt? Sieht so aus. Leszek hat ihm geholfen, aber er ist tot. Also sollten die Dinge sich jetzt beruhigen. Gott sei Dank. Trotzdem werden wir das Kloster neu einsegnen müssen. Möge Gott über dich wachen. Sehr schön. Dann haben wir das doch jetzt auch erledigt. Ja. Wunderbar. Das heißt Wunder dieser Welt, das ist der Scharlatan, ein Freund in der Not, das ist dann für Matthäus und Fritz die Arbeit beschaffen. Das werden wir dann das nächste Mal machen, weil ich werde an dieser Stelle jetzt diese Folge beenden. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war natürlich wie immer eine wunderschöne Tätigkeit, euch zu unterhalten. Und sonst würde ich einfach sagen, lasst gerne ein Like da fürs Video und abonniert natürlich auch gerne den Kanal. Das ist für uns immer einfach super. Und ja, sonst ist eigentlich einfach nur noch zu sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. See ya!